Hallo und herzlich willkommen auf Moxgau, deinem Kanal für interessante Lego-Sets und spannende Eigenkreationen aus Klemmbaustein. Heute geht's weiter mit den Mini Medieval Modulars und der Episode 45. Heute haben wir einen Bäcker im Programm, genauer gesagt ein Backhaus. Ich habe gedacht, wir brauchen natürlich unbedingt irgendwo einen Bäcker in der Stadt. Hatte erst ein relativ Standard-Hausdesign im Kopf und habe dann gedacht, wir probieren mal was Neues. Ich hatte ein kleines Backhäuschen aus einer Stadt im Schwarzwald vor Augen, wo ich eine ganze Weile gelebt habe. Und da gab es sowas Ähnliches. Nicht genauso aussehend, aber sowas Ähnliches. Und das war auch schon ein bisschen älter. Ob das jetzt ganz mittelalterlich war oder irgendwann danach, das war mir jetzt egal. Aber ich glaube, sowas hätte es gut geben können im Mittelalter. Also, wir haben hier ein kleines Häuschen. Hier ist die Brezel dran, dass auch jeder erkennt, was da los ist. Und in dem kleinen Häuschen sind vielleicht ein paar Vorräte. Ich weiß nicht, da wohnt eher nicht der Bäcker drin. Und hier haben wir einen großen Ofen, einen Backofen. Daneben schon ein paar fertige Baguettes, hier einen Eimer zum Löschen und vorne einen Verkaufsbereich. Da haben wir diesen stilechten Brezelständer, wie ihr ihn vielleicht kennt von manchen Bäckern, ein paar Kuchen, ein Croissant und natürlich noch ein Baguette. Auf der Seite hier nochmal ein Croissant, auf der Tonne daneben eine Kiste mit Feuerholz. So. Genau, man kann hier ein bisschen durchgucken, kann in den Ofen reingucken. Da sieht man wahrscheinlich kaum, dass da ein bisschen Feuer drin ist auch. Aber ja, ist jetzt auch vielleicht nicht so wichtig. Wir haben noch eine Schaufel daneben und ein Hackebeilchen neben dem Ofen, dass man hier auch gut mit dem Holz umgehen kann. Genau, auf der anderen Seite hinten passiert nicht mehr viel. Das Häuschen ist eher standardmäßig, eher klein, bewusst klein gehalten, auch mit dem tiefen Eingang, dass das hier eher so eine Art Lagerhaus ist und eben explizit kein Wohnhaus. Ist aber bestimmt ganz schön warm, wenn man im Winter hier backt. So, von oben bzw. von der Seite seht ihr ein bisschen rein in den Verkaufsbereich. Da kann man auch mal eine von den Teils hier tauschen gegen eine Plate. Dann kann man da den Bäcker oder den Verkäufer reinstellen. Von oben sieht es so aus. Man kann tatsächlich auch relativ gut hier dieses Vordach abnehmen. Das ruht auf diesen vier Containern hier. Das sind diese viereckigen Container. Die finde ich ganz schön so als Struktur, als Säulenstruktur. Das ist relativ fest, aber es ist nicht so fest, als würde es auf Noppen sitzen. Das merkt man, also man sollte es nicht hier dran festhalten. So, genau, also sehr viel mehr passiert hier nicht. Und jetzt wollen wir natürlich wie immer ein bisschen Kontext haben dazu. Das hier ist natürlich dafür gedacht, dass man an der Straße verkauft. Also deswegen brauchen wir hier ein Stück Straße. Und dann brauchen wir auch noch irgendwas anderes. Ja, da habe ich hier mal ein kleines Stückchen Stadt zusammengestellt. Mit meiner Mühle, dem Brunnenhaus hier und ein bisschen Straße und Kanal. Das docken wir jetzt hier an. Das funktioniert auch. Wenn man es vorbereitet, ist es dann deutlich besser. Und dann kommt hier noch ein kleines Wohnhaus dazu mit ein bisschen mehr Straße noch. So, das gucken wir uns jetzt mal an, wie das aussieht. Und ich sehe schon, ich habe heute mein Brett nicht bemüht. Das wird sich jetzt eventuell rächen. Probieren wir es mal so, ob das geht. Ja, ihr seht es, denke ich, ganz gut, wie das hier ausschaut. Also, die Bäckerei fügt sich sehr schön ins Stadtbild ein. Man kommt hier am Weg vorbei, kann einkaufen gehen und danach vielleicht nochmal Wasser holen und dann wieder nach Hause. Also, das ist hier ein kleiner Ausschnitt von einem Wohn- und Arbeitsquartier aus einer mittelalterlichen Stadt. Die Mühle fügt sich da auch ganz lauschig ein. Also ich finde, nach wie vor funktioniert dieses modulare Prinzip doch sehr gut und macht, wie ich finde, viel, viel Spaß, immer wieder neu zu sehen, was da zufällig entsteht. So, setzen wir es wieder ab, drücken wir die Module ein bisschen zurecht. Also, wir sind ja gerade auf der Zielgeraden mit den wöchentlich erscheinenden Modulen. Es kommen jetzt noch ein paar. Wenn ihr da einen kleinen Sneak Peek braucht, guckt ihr auf target21.de oder auf Bricklink. Da habe ich die noch kommenden Module hochgeladen schon mit jeweils einem Bild. Bis Episode 51 wird es jede Woche ein neues Modul geben. Dann hoffe ich, dass ich zu Episode 52 die Stadt fertig kriege am Tag der Deutschen Einheit, pünktlich zum Jahrestag der Serie. Und danach geht es nur noch sporadisch, wenn ich mal Lust und Zeit habe, weiter. Aber eben das Ziel ist schon, eine vollständig geschlossene Stadt zu haben. Dafür muss ich noch fleißig Mauer und Straßen bauen. Mal gucken, ob es klappt. Aber ansonsten verzögert sich halt ein bisschen. Es kommt auf jeden Fall. Also, ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht. Wenn es so war, gebt doch den Daumen hoch, lasst vielleicht sogar ein Abo, da würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder auf meinem Kanal auf Moxgau.